Wir schauen Prinz 3,141 mit dem Track Telegram-Gruppe. Keine Liebe Records Berlin. Distributed. Ja, ich kann Englisch. Ich kann's doch natürlich. Bei Sony Music Germany. Es ist gerade so, als würde ich ins Spiegel gucken ein bisschen. Okay, ich habe andere Haare und einen anderen Bart, aber die gleiche Brille. Der Soldat sagt, ich mach nur meinen Job hier. Mehr drüber nachzudenken, habe ich einfach keinen Kopf für. Ob richtig oder falsch, sagt ein Richter an. Ich hab nur einen Befehl befolgt, mehr hab ich nicht getan. Der Richter sagt, es gibt ein Gesetz und schön. Danach richte ich. Es gibt ein Gesetz und danach richte ich. Und der Soldat sagt, ja, okay, mir wurde ein Befehl gegeben und danach handle ich. Also irgendwie da, ja, beide mit einem vorgefertigten Ding, nachdem sie zu handeln haben. Das geschrieben hat, wird schon wissen, was richtig ist. Ja, der Paragraph, der stammt noch aus der Nazi-Zeit. Wie ich selber dazu stehe, liegt in meinem Privatbereich. Der Redakteur sagt, eure Klicks, die zahlen die Miete. Große und kleine Kriege gab es doch schon seit der Bibel. Wir halten nur die Kamera darauf und schreiben Schlagzeilen. Vielleicht schürt das Hass und ein paar Menschen sterben, mag sein. Der Kanzler sagt, es gibt einen ganz klaren Wahlauftrag. Doch für die Sache gibt es leider kein Senats. So, vor allem so Senatsmandat. Also jetzt seid mal ganz ehrlich, wie viele von euch könnten mit sowas etwas anfangen? Ich zum Beispiel nicht. Und das erlebt man so oft bei der Politik, dass ich so, ich schaue irgendwas vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, mache ich aber mittlerweile selten. Und dann sagen die so, ja, und der Bundesrat hat dann und hier hat jemand nochmal Einspruch und der darf aber dann nochmal das entscheiden und dafür hat man extra eine Kommission gegründet und ich denke so, bruh, ich hab einen Vollzeitjob. So, ich kann mich nicht noch damit auseinandersetzen. Aber ich soll sagen, okay, das System darf man nicht kritisieren, weil das ist die Demokratie, bla bla bla. So, aber es ist so, keine Ahnung, so. Und dann hat man es einfach hinzunehmen. Also immer, in diesem Track geht es ja ganz viel um dieses, ja, es hat man halt einfach hinzunehmen, dass es so ist. Und ja, ist halt so, ne? Ups, ja, ich weiß, ist zwar nicht ganz korrekt, aber ups, ne? Jo. Hören wir weiter. Wie ich ja schon immer sag, vor allem geht es hier um unsere Renten und den Binnenmarkt. Der Neonazi sagt, ich bin kein Nazi, aber was mir noch wichtig ist, ich hatte auch keinen Nazi-Vater. Und auch Opa war bei der Wehrmacht und nicht Waffen-SS. Krass, wie er dann immer so hier den Glitch irgendwie einfügt. We understand. Kein Nazi-Vater und auch Opa war bei der Wehrmacht und nicht Waffen-SS. Nichts gegen Juden, aber Rothschild ist schon krass im Geschäft. Der Priester sagt, ihr seid alle Sünder und Sonntag nach der Messe, da fick ich eure Kinder. Sagt er natürlich nicht, aber das macht er halt. Vielleicht kommt er in die Hölle, aber nicht in eine Haftanstalt. Der Betrüger sagt, Shots der Plan, fired. Den ich hier habe, ist bombensicher. 8000 Euro netto monatlich, Mann, die kommen sicher. Das ist kein Schneeball- oder Pyramidensystem. Ich rate dir, Kredit dafür bei der Familie zu nehmen. Der Marketing-Experte sagt Generation Z. An die muss man rankommen und ich weiß auch wie. Wir brauchen was mit Hip-Hop, irgendwas mit TikTok. Es muss halt urban sein, auf jeden Fall mit Pep. Der Idiot sagt, ich bin doch nicht dumm, ich habe YouTube. Auf jeden Fall mit was? Pep? Mit Hip-Hop, irgendwas mit TikTok. Es muss halt urban sein, auf jeden Fall mit Pep. Der Ich verstehe das nicht. Aber es ist jetzt auch kein Untertitel. Idiot sagt, ich bin doch nicht dumm, ich habe YouTube. Bücher lesen ist nur was für jemand, der auf klug tut. So ein intellektuellen Scheiß, die Quellen von denen sind gruselig. Ein paar, die glauben echt, dass die Erde eine Kugel ist. Der Virologe sagt, egal was ich sag, ganz egal was ich sag, mir hört eh keiner zu. Und der Klimaschützer sagt, egal was ich sag, ganz egal was ich sag, mir hört eh keiner zu. Und der Virologe sagt, egal was ich sag, ganz egal was ich sag, mir hört eh keiner zu. Und der Klimaschützer sagt, egal was ich sag, ganz egal was ich sag, mir hört eh keiner zu. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie ich das Ende deuten soll mit hier Virologe, Klimaschützer. I don't get that shit. Aber vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. So, deswegen machen wir auch diese Reactions. So, ey, ich bekomme viele Sachen nicht mit und ihr könnt vielleicht noch sagen, so, aber guck mal, bei der Line, dass du gar nicht so reagiert, obwohl das voll krass ist, so, und gib dir mal das. Und dann habe ich für mich meinen Moment so, ah, stimmt, okay, und man lernt was dazu. So, und ich muss sagen, hier nochmal mit Büchern und YouTube, ich denke halt echt, das ist so viel Wissen, was man sich über YouTube aneignen kann. So, Bücher sind geil und ich liebe Bücher, aber
über YouTube kann man auch extrem viel herausfinden. Es ist aber nochmal ein bisschen eine andere Art von Lernen. Ich will jetzt nicht sagen, das eine ist besser oder das andere, sondern es ist einfach anders. Und der eine lernt vielleicht auch eher durch Bücher als über YouTube-Videos und andersherum. Aber mittlerweile habe ich halt bei YouTube zum Teil das Gefühl, wenn ich halt was suche, so, also was halt angezeigt wird, sind einfach immer nur die krassesten Thumbnails und die krassesten Headlines. Inhalt ist dann so zweitrangig. Wenn es halt nur halbwegs schön aufbereitet ist, Texte, die am Aufpoppen sind und es ist aber gar nicht irgendwie richtig anwendbar und hier 10.000 Euro im Monat und ja, ihr müsst einfach nur Facebook AdSense bla 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 machen und ich denke so, ach Digga, ich, so, das ist ganz easy und lest euch da einfach rein so und anderer Lifehack, steht jeden Morgen um 5 Uhr auf und so erzählen sie einem dann, wie sie es dann geschafft haben, okay, aber auch das kann irgendwie Value adden, aber ja, da habe ich dann manchmal das Gefühl, in Büchern, da kommt man halt noch um einiges weiter ins Detail und bei YouTube wird man halt bei wahrscheinlich den ersten 30 Videos, die angezeigt werden, auch nur an der Oberfläche kratzen, weil das ja auch genau das ist, was schön aussieht und man klickt eben genau auf die Sachen, die halt schön aussehen. Ja, interessanter Track, interessantes, also ja, nicht ganz so interessantes Video, aber der Text hat hier die Musik gemacht, beziehungsweise das Musikvideo und da hat man dann nicht nochmal extra was gebraucht. Das war jetzt wie so eine Art Visualizer und fand ich ganz cool. Also es zeigt irgendwie auch, man braucht nicht immer so krasses Zeug für ein Musikvideo, das war schon ziemlich nice, ja. Und dass viel die Verantwortung abgeschoben wird für die eigenen Handlungen. Und ich kenne es aber auch so etwas von mir so, dass du halt ab einer gewissen Stelle auch sagst, ja, okay, it is what it is. It is what it is. Weil wenn du dich dann noch darum kümmerst und das dann auch noch hinterfragst, dann landest du halt irgendwann dabei, dass du merkst, okay, eigentlich ist halt alles relatively fucked up, so weil, wie wurde hier diese Objektivklappe hergestellt? So, war das jetzt wirklich, ja, unter guten Arbeitsbedingungen, wenn das, ich weiß nicht, wo das hergestellt worden ist, so I don't know. So, natürlich kann ich mich damit auseinandersetzen, aber dann haben wir auch wieder diese Videos nicht. So, und das ist halt immer, es geht halt so ins Unendliche, aber ja, trotzdem ist es manchmal ganz gut zu sagen, so, okay, wo schiebe ich vielleicht nicht nur im Kleinen, sondern auch im ganz Großen meine Verantwortung ab? Und ja, interessant. Und am Ende spielen wir halt alle eine Rolle und handeln aufgrund von irgendwelchen Regeln, die uns irgendjemand anderes macht, ohne genau nachzudenken, was finden wir selber eigentlich richtig? Und dann ist die Frage, wer kontrolliert eigentlich alles? Ja, es läuft alles über die Herrschaft, über die Gedanken. Und das ist dann wiederum medial der Fall, was er ja auch angesprochen hat. Auch. Ja, also schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, lasst ein Like und ein Abo da und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ciao!